Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachtsfeiertage oder falls ihr nicht gefeiert habt, generell schöne Tage in letzter Zeit. Auch dieses Video ist vorgedreht und recht entspannt. Es ist eigentlich gar nicht Alexa, stopp. Eigentlich gar nicht geplant gewesen, denn ich wollte noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen und bin so ein bisschen durch die Gegend und dann habe ich Douglas gesehen und dann bin ich rein und dann dachte ich mir so, Mensch, was wolltest du denn eigentlich schon immer mal haben? Freunde, in diesem Video habe ich drei Produkte, die ich irgendwie immer kaufen wollte, mich aber geweigert habe, sie zu kaufen, weil ich dachte, ach Quatsch, brauchst du nicht. Jetzt habe ich sie gekauft und wir schauen, ist der Hype um diese Produkte wirklich den Hype wert? Ich bin gespannt, ich habe keine Vorstellungen, was die Produkte können, aber ich habe sie damals gesehen und dachte, Mensch, das ist eigentlich richtig spannend, dieses Produkt. Habe es dann aber nicht gekauft, weil ich dachte, es ist viel zu teuer und ich möchte es eigentlich gar nicht haben. Aber irgendwie wollte ich es doch schon haben, deswegen habe ich es jetzt gekauft. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen meinen Gedankengang nachvollziehen. Das sind alles Produkte, die ich nie haben wollte, aber trotzdem brauche. Und ich habe hier einige Produkte und die möchte ich heute mit euch auftragen. Wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Ich würde mich freuen. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich bin dreimal die Woche hier und ihr tut mir damit wirklich den größten Gefallen, den man einem YouTuber gefallen tun kann. So, ich bin ein bisschen verwirrt. Mein Wecker hat gerade geklingelt. Eigentlich wollte ich ein kleines Mittagsschläfchen machen, weil ich heute Morgen schon um 3 Uhr aufgestanden bin und angefangen habe zu arbeiten. Aber jetzt bin ich da und fit. Freunde, ich habe das erste Produkt und ihr habt bestimmt schon mal was davon gehört. Das ist nämlich von Becca, der Instant Complexion Refresh First Light Priming Filter. Das ist dieses Schätzchen hier und das habe ich irgendwie überall schon gesehen. Und jeder findet es toll. Falls ihr es auch toll findet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr es nicht toll findet, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich dachte mir so, okay, ja, Primer. Ich weiß ja nicht, ob ich dem Primer-Wahnsinn traue oder nicht. Ich bin immer noch dabei, es herauszufinden. Manche funktionieren, manche, da merke ich einfach keinen Unterschied. Dieses Schätzchen hat ganze 34 Euro gekostet. Da sind aber auch 30 Milliliter drin. Das ist eine Foundation-Größe. Und ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall lila, sehr flüssig. Und ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Vielleicht sollte ich euch erstmal sagen, falls ihr den Primer nicht kennt, was der kann, schon wieder französisch hier, mit lavendelfarbenem Primer, mit luminisierenden Sachen, die die Haut vorbereiten und so ein bisschen die Haut zum Strahlen bringen. Also dem, okay, es strahlt auf jeden Fall. Kristalltechnologie. Also ich glaube, das Ding soll Feuchtigkeit spenden und so ein bisschen Glow geben. Das tut es auf jeden Fall. Also der Glow ist da. Sieht sehr schön aus. Das ist kein glitzeriger Glow, sondern ein sehr, sehr feiner Glow. Und die Haut fühlt sich sehr, 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 sehr feucht an. Ich gebe mir noch einen kleinen Pumper unter meine Augen, weil es da einfach im Moment sehr, sehr trocken ist bei mir. Und auch das glänzt dann recht schön. Und das Ganze lassen wir so ein bisschen einwirken. Und in der Zwischenzeit möchte ich mit euch über etwas sprechen, was mich schockiert. Und zwar der Preis der Foundation. Ich war bei Douglas und ich wusste ganz genau, dass ich diese Foundation mir mal anschauen wollte. Ich habe ganz, ganz viel davon gehört und alle finden die ganz toll. Es geht nämlich hier um die Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Foundation mit Lichtschutzfaktor 30 und sie ist ölfrei. Und ich habe ganz, ganz viel davon gehört. Die soll sich selbst erneuern. Ich lese euch gleich vor, was auf der Flasche steht. Es stand aber kein Preis dran und es war auch niemand da, der mir irgendwie helfen konnte. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, es passt irgendwie so ein bisschen in das Video. Eigentlich will ich die Sachen gar nicht, weil ich weiß, sie sind teuer. Und dann dachte ich mir, okay, egal, ich zeige es euch einfach in einem Video. Und das ist das schon wert, dass ich euch die Produkte wenigstens zeigen kann. Weil vielleicht gefällt es jemandem von euch auch. Naja, dann kam ich eben nach Hause, habe auf die Rechnung geguckt. 50 Euro. 50 Euro, Freunde. 50. 5-0. NAU. Also da war ich tatsächlich schon ein bisschen schock. Wenn die Foundation aber das kann, wirklich kann, was sie soll, okay. Die erste Foundation von Shiseido, die rund um die Uhr erfrischt. Dank Active Force Technology verbindet sich die Foundation perfekt mit ihrer Haut und schenkt ihnen auch bei höheren Temperaturen, I wish, höherer Luftfeuchtigkeit und bei hoher Aktivität ein frisches, natürliches
Natürliches Finish. 24-Stunden-Formel, makellos, federleichtes, angenehmes Tragefühl, mittlere Deckkraft, mehrmaliges Auftragen möglich. Okay, also ich möchte sie nicht mehrmals auftragen. Ich möchte sie, wenn, so ein bisschen bilden. Aber im Moment, ich weiß nicht, was mit mir kaputt ist. Ich bin tatsächlich eher so auf dem Soft Foundation-Tipp. Also nicht ganz so super Full-Full-Coverage, sondern so ganz leicht ist schon in Ordnung. Denn ich denke mir, ich gehe ja eh noch mit Concealer und Contouring und Puder und Bronzer und Setting Spray und noch eine Schicht Puder zwischendurch im Laufe des Tages und. Dann kann ich auch eigentlich gleich eine BB-Cream nehmen oder so. Aber das Schätzchen kommt einmal in dieser Glasflasche hier. Sieht einmal so aus und sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Bei dem Preis erwarte ich das auch. Das ist ein so Milchglas, Glascontainer, hat einen Pumpkopf und ich zeige euch hier mal diesen richtig krassen Pinsel. Den gab es leider nicht, weil eigentlich wollte ich den haben, weil den wollte ich wirklich haben und den hätte ich auch gekauft. Dieser hier, den gab es aber leider nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach die Foundation genommen und wenn die Foundation gut ist, dann können wir gerne nochmal diesen richtig krassen Pinsel ausprobieren. Es steht drauf, man soll die Foundation wirklich gut schütteln, das tun wir jetzt auch. Und dann gebe ich mir einfach mal, okay, muss man es drehen? Also, man muss den Deckel so drehen, dann ist es zu. Und wenn man ihn weiter dreht, dann ist es auf. Wow. Gib mir erstmal drei Pumpspritzer hier auf meine Platte. Und ich glaube, ich fange erstmal mit dem Pinsel an, oder? Ich nehme jetzt hier einmal den Foundation Brush von Marvin und BH Cosmetics. Der ist sehr, 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 sehr gut. Einer meiner Lieblings-Foundation-Pinsel aus der Drogerie. Und wir fangen erstmal an mit der halben Seite. Ich bin wirklich gespannt. Die Farbe, ich hatte eigentlich ein Color Match gemacht. Wirklich, habe ich wirklich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es hier noch sehen könnt. Da sah sie sehr, sehr gut aus. Sie oxidiert ein ganz kleines Stück, die gab es aber leider nicht. Und dann meinte die Verkäuferin, dann nimm doch einfach die 240. Also, mit zwei Nuancen heller. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben jetzt Winter und ich gehe ja eh mit Bronzer und Contouring rüber. Aber don't judge, noch nicht bewerten hier, wie es aussieht. Ich gehe jetzt hier erstmal auf der halben Seite über mein Gesicht und ich sehe ein bisschen rot aus. Ich habe auch gerade geschlafen. Kleines Fazit zum Primer. Ich lieb's, wie dieser Glow auf der Haut drauf ist. Natürlich ist mein Gesicht dadurch jetzt auch noch ein bisschen rot, einfach weil ich meine Hand ins Gesicht genommen habe. Ihr könnt sehen, sie deckt gut ab. Ich hole euch auch selbstverständlich gleich ein Stückchen näher. Was ist hier mit meinen Haaren los? Ich dachte, ich kann nicht schon wieder eine Mütze aufziehen im Video. Aber sie deckt gut ab. Also ihr könnt sehen, meine Rötungen sind auf jeden Fall abgedeckt. Farblich finde ich es jetzt nicht so schlimm. Es sieht in der Kamera gerade etwas heller aus. Ich weiß nicht, wie es am Ende dann auf dem Bildschirm aussieht. Aber es sieht im Real Life eigentlich ganz gut aus. Meine Brust ist immer rot. Denkt einfach, ihr müsst ungefähr diesen Bereich hier nehmen. Das ist meine Hautfarbe. Ich probiere auch immer da Foundation zu matchen. Weil alles andere ist irreführend bei mir. Ach, na. Wobei, also ich mache jetzt einfach mal mit dem Pinsel hier weiter, weil es geht sehr, sehr gut. Und ich gehe ja meistens dann mit dem Schwamm eh nochmal drüber. Aber um einfach zu gucken, wie die Deckkraft mit dem Pinsel ist, ist das erstmal eine gute Sache, wenn ich hier mit dem Pinsel arbeite. Und ich sehe keine diese Streifen im Gesicht, was eventuell dieses Self-Refreshing-Ding sein soll. Okay. Sie riecht nicht. Ganz leicht riecht sie. Nicht unangenehm. Sehr, sehr, sehr zart. Finde ich gut. Ich nehme jetzt einfach meinen Beauty-Blender und trage noch ein bisschen Foundation auf und blende die so ein bisschen ein. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass sie recht schnell angetrocknet ist. Also so sich so ein bisschen schon hinsetzt auf oder sich so ein bisschen mit der Haut verbindet, nicht raufsetzt, aber sie ist von der Deckkraft her eher wirklich Medium. Also das ist keine Full Coverage Foundation, sondern eine gute mittlere Foundation. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, Freunde. Das finde ich ja immer ganz besonders spannend. Was haben andere bekommen? Gab es bei euch Geschenke? Wir machen beispielsweise immer Juleklapp bei uns in der Familie. Oder Wichteln heißt das ja auch. Nicht jeder jedem ein Geschenk kaufen muss, sondern einfach, dass jeder ein Geschenk hat, wo er sich dann auch drüber freut. Weil ich finde, es ist Weihnachten immer ganz, ganz schrecklich, dass ganz viele Leute immer irgendwie was kaufen müssen und dann ist es meistens nur ein Seifenhund oder so, wisst ihr? Und deswegen haben wir das in der Familie so gemacht, dass jeder wirklich dann ein schönes Geschenk schenkt und vielleicht der Oma dann nochmal was Kleines extra, aber jetzt nicht jedem hier 500 € Geschenk kauft. So, ich habe euch jetzt noch einmal kurz rangeholt. Ihr könnt sehen, sie sieht wirklich wunderschön aus auf der Haut. Sie ist nicht trocken, sie ist aber auch nicht leuchtend, sondern das ist wirklich eher so ein semi-mattes Finish. Und ich glaube, dass man die theoretisch nicht setten müsste. Also, ich mache das generell. Ich habe auch hier ein anderes Puder, was ich gleich benutzen möchte zum Setten und Baken. Aber
Sie sieht sehr schön frisch auf der Haut aus. Ich würde jetzt einmal Concealer auftragen. Ich benutze damit im Moment eigentlich nur den Benefit Boeing Concealer. Und blende das Ganze dann auch gleich ein. Der ist ein bisschen trockener, aber er sieht sehr, sehr schön aus. Und apropos trocken, das nächste Produkt, was ich euch gleich zeigen werde, Freunde, ist ein Produkt, was Feuchtigkeit spenden soll, irgendwie. Irgendwo habe ich das denn gehört? Ich glaube, ich habe es auf irgendeinem italienischen YouTube-Channel gesehen, dieses Produkt, und dachte mir so, okay, wow, das muss ich haben. Das ist von Too Faced und ich zeige es euch gleich, nachdem ich mir Concealer hier vernünftig eingearbeitet habe. Ich habe den Concealer einmal eingearbeitet, Freunde, sorry, dass ich mir die ganze Zeit durch die Haare fahre, aber sie waren nicht dafür gemacht, dass ich heute keine Mütze aufhabe, deswegen fuddeln sie so ein bisschen. Das nächste, was ich habe, ist von Too Faced, das Born This Way Multi-Use Complexion Powder. Das sieht einmal so aus und das Packaging der Verpackung an sich ist schon wirklich schön. Das sieht aus wie so strukturiertes Babypink und das ist mit Kokosnusswasser. Es soll die Feuchtigkeitslevel der Haut leicht versorgen. Dann haben wir Alpine Rose, die soll die Hautgesundheit verstärken und Hyaluronsäure. Und Hyaluronsäure im Puder finde ich schon tatsächlich recht spannend, denn ich habe, ihr seht es ja, recht trockene Unteraugen. Und ich möchte mit diesem Puder jetzt meine Unteraugen setten. Ich habe es extra eine Farbe heller genommen, also oder 20 Farben heller, je nachdem, wie man es nimmt. Für mich ist es eine Farbe. Und ich gehe einfach mit dem Beauty Blender hier rein. Ich nehme noch ein bisschen Foundation hier raus und gehe dann hier rüber und sette damit so ein bisschen. Okay, es ist gelb. Ich habe die Farbe Vanilla. Okay. Deckkraft, wow. Farbe, wow, was für... Ich glaube, ihr könnt es in der Kamera genau so sehen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Furchtbar gelb. Vielleicht ist es wirklich eher ein Puder, um mit einem Pinsel zu setten. Ich gehe mal rein und sette damit den Rest meines Gesichts und hoffe... Ich hoffe, dass wir diese 15 Euro, die wir gerade an Produkt im Gesicht haben, irgendwie retten und dass ich mich nicht gleich abschminken muss. Scheibenkleister. Och Mann, ich dachte, das wird jetzt hier richtig der Shit. Schaut euch das mal an. So kann ich doch nicht rausgehen. Ach nee. Wie viel soll ich denn hier auftragen? Dachte, das passt. Nee, Freunde, also... Was ist das? Was ist das? Okay, ich werde einmal ganz kurz mein Make-up fertig machen, so halbwegs. Und dann bin ich gleich zurück. So, Freunde, ich bin einmal wieder da, habe mein Make-up fertig gemacht und ich... Also, es ist doch noch ein bisschen gelb unter den Augen, aber in Kombination mit Bronzer und Rouge passt das Ganze fast wie auf Eimer zu meinem restlichen Körper. Und das finde ich jetzt gerade doch schon recht bemerkenswert. Ich vermute, dass das Puder farbtechnisch für mich für unter die Augen nicht funktioniert. Vom Finish her muss ich aber sagen, ist das, also dieses Finish, was ich jetzt habe, eines der schönsten Finishes an Produkt, die ich habe. Und es sieht dewy aus, es sieht leuchtend aus, es sieht gesund aus, aber es ist trocken. Also es ist einfach wirklich, wirklich trocken und das ist eine richtig, richtig schöne Sache. Meine Haut sieht wirklich aus, als hätte ich genug getrunken und das Einzige, was ich im Moment trinke, ist Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Freunde, ich bin echt überrascht. So, ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken zu den Produkten gemacht und habe mir überlegt, wie es ist, was ich euch jetzt hier sagen kann. Also, ihr seht, ich bin happy. Die Base gefällt mir richtig, richtig gut. Das ganze Make-up gefällt mir richtig, richtig gut. Ich meine, das ist das dritte Mal, dass ich mich heute schminke. Und meistens ist das zweite Mal schon immer so ein bisschen kritisch. Dieses Make-up gefällt mir aber wirklich gut. Es sieht gesund aus, es sieht leuchtend aus, es ist Full Coverage und ich sehe aus. Ja, ihr wisst mittlerweile, wie ich aussehe. So, aber was sage ich euch? Also, mit dem Puder ist gut. Ich kann euch jetzt noch kein Feedback dazu geben, wie das von der Feuchtigkeit her ist. Die Foundation gefällt mir auf den ersten Eindruck ganz gut. Auch da kriegt ihr noch mein Feedback. Und auch das Ding hier
Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Ich werde die Sachen auf jeden Fall gleich mit in den Urlaub nehmen über Weihnachten und dann euch vielleicht danach nochmal so ein kleines Update geben zu Produkten, die ich getestet habe und euch noch keine zweite Meinung davon irgendwie abgegeben habe oder so. Deswegen kommt das auf jeden Fall in meine Schminktasche. Ich bin gespannt. Habt ihr eins von den Produkten schon getestet, Freunde? Dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass mir das Ganze sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe auch noch eine andere Idee für ein Video, aber da muss ich noch mal gucken, wie ich das mache. So nach dem Motto, ich gehe in die Drogerie, kaufe alles, ohne auf den Preis zu schauen und schau dann, was am Ende wirklich wie teuer war. Aber das Problem ist, ich kenne ja die Produkte. Vielleicht sollte das dann jemand anderes machen für mich. Also, ihr seht, ich bin so ein bisschen durcheinander gerade. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Und ihr könnt mir ein Feedback zu den Produkten hier geben. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Freunde, schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.